Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Alter. Mein Format geht weiter. Canelo trifft Rapper, Influencer und deren Hunde. Vielleicht erkennt ihr den Hund schon. Canelo hat auf jeden Fall richtig Bock. Er ist angespannt. Ohren sind nach vorne. Stressgesicht ist da. Er hat Bock. Hast du Bock zu spielen? Ja, du hast Bock, ne? Und zwar treffen wir Attila, besser bekannt als Maestro. Ich freue mich so krass, ihn kennenzulernen. Ich schwöre, er ist ein Herzensmensch. Ich habe so viel schon mit ihm geschrieben, geredet. Sehr respektvoll. Und ich habe da noch was Kleines vorbereitet. Und zwar ist Maestro vor kurzem Papa geworden. Und ich habe für seinen kleinen Sohn was besorgt. Schau mal bitte, wie süß. Wie süß ist das, Digga? Junge, hier passt mal ein Bein von mir nicht mal rein. Und dann haben wir noch dieses süße T-Shirt. Alter, ist das süß, oder? So ein Kombi komplett. Ich glaube, Maestro wird sich freuen. Attila, das ist für deinen kleinen Sohn Ayat. Ich hoffe, wenn er ein bisschen älter wird, kann er es anziehen. Wir geben es ihm jetzt. Wir besuchen jetzt Maestro. Da ist der kleine Junior und Attila. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Und zwar Attila, das ist für deinen Sohn Ayat. Oh mein Gott, wie süß. Sei mal ehrlich, ist das süß? Krass. Oh mein Gott, wie das süß. Ist süß, ne? Ayat wird so süß da drin aussehen. Der wird böse süß aussehen. Barakallahu, vielen lieben Dank. Gerne, Bruder. Gerne. Bevor es gleich regnet, ich pack das schnell ins Auto. Komm. Das ist Junior, Freunde. Reinrassige französische Bulldogge, sein Vater, seine Mutter, beides riesige Klopper. 19 Kilo. 19 Kilo. Kinderwagen. Das ist einfach Familienkutsche geworden. Also, Freunde, Christo Junior ist auch eine französische Bulldogge. Und zwar selbe Rasse wie Bonnie. Aber das ist krass, ne? Weil er wiegt 19 Kilo und Bonnie wiegt 9 Kilo. Also das ist schon echt ein sehr krasses Unterschied. Heftig. Magst du Leckerli sitzen? Fein bist du. Ist er feini? Kann er Pfote? Ja klar. Gib Pfote? Ja super. Ich hoffe es, wenn Bonnie sieht, dass sie nicht eifersüchtig wird. Bonnie, es tut mir leid, Digga. Tut mir leid, ich schwör, tut mir leid. Junior. Platz. Platz. Peng. Ich hab auch was für Canelo dabei, ein paar Bites. Okay, krass. Und ich hab auch was für sie dabei. Ui. Junior. Wird sofort aufgerissen. Nein. Freunde, hier werden die ganze Zeit Geschenke verteilt. So muss es doch aussehen, oder? Was meint ihr? Hier, du kannst es zuerst geben. Du kannst zuerst sitzen. Fein, super, aber so ein schönes Tier. Freust du dich auf Canelo? Freut sich sehr auf Canelo, ha? Okay, wir tun sie jetzt gleich zusammen und mal gucken, wie sie sich verstehen werden. Ich bin so gespannt. Okay, Junior, komm. Also, man muss zu Junior sagen, wir wohnen in der dritten, vierten Etage in so einer Maisonette-Wohnung und das war halt natürlich ein bisschen ungünstig. Wir sind trotzdem natürlich oft mit ihm raus, aber er hat, ich sag mal, nicht so viel Kontakt gehabt zu anderen Hunden am Anfang, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ja. Dann die Schwangerschaft noch on top, weil kurz nachdem er gekommen ist, ist meine Frau schwanger geworden. Genau, ja. Ich Problem, schwangere Frau kann nicht raus, der Hund, wie ist das? Und in der heißen Phase, mein Schwager wohnt bei uns direkt in der Nähe, habe ich gesagt, okay, die haben sowieso so ein richtig krasses Verhältnis. Ich habe gesagt, kannst du mal ein, zwei Wochen auf den aufpassen, weil gerade geht einfach alles drunter und drüber, ja? Okay. Und er hat einen Wald vor seiner Nase. Ja, das ist er hat sofort Freunde gefunden. Die haben so Instagram-Accounts gemacht. Mhm. Die gehen zusammen gemeinsam Gas, die spielen. Mikey zum Beispiel, die Grüße geht raus. Mikey, ne? Mikey, was geht ab? An Mikey. Okay, jetzt habe ich eine Frage. Wem gehört der Hund? Dir oder dir? Er gehört uns. Wer ist der Papa? Okay, und wer ist der Papa? Wir sind Patchwork-Papa-Familie, ja? Aber also, ich sag dir mal so, in der letzten Zeit ist natürlich er der Papa. So, ja. Ne? Ist ja so. Ja. Aber ich habe hier die ersten anderthalb Jahre mit diesem Hund so von klein auf groß gezogen. Er war natürlich auch da. Oh, Feini! Feini, bist du eifersüchtig? Feini! Okay, wir tun sie jetzt zusammen. Ich bin gespannt und ein bisschen aufgeregt, Alter. Ja, schau mal, was Attila dir gebracht hat. Schau mal, was Maestro dir gebracht hat. Ja, schöne Bites. Lecker, Schmecker. Hä, hast du Lust? Hast du Lust auf Leckerlis? Oh, boah, schauen die lecker aus. Ah, Digga. Hä? Oh, lecker. Sitz. Oh, laut. Freunde, hier sind überall Hunde. Er ist total abgelenkt, Alter. Da sind Hunde, da hinten sind Hunde. Er ist richtig abgelenkt. Zu viel für Canelo. Zu gestresst. Oder schau mal hier. Komm her. Das wird jetzt spannend. Ich bin aufgeregt. Ich schwöre, ich bin aufgeregt, Digga. Wie wird sich Canelo mit Junior verstehen? So, Freunde. Jetzt ist Ordnungsamt hinter uns. Und hier dürfen keine Hunde frei laufen.
Deswegen habe ich jetzt ein Problem, Digga. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Okay, Freunde, wir haben gerade die Genehmigung gekriegt. Die gehen gerade. Das ist keine offizielle Hundewiese, aber wir müssen es jetzt riskieren, weil wir haben uns jetzt hier getroffen. Die haben gesagt, solange hier keine Kinder sind, ist es okay. Und hier sind keine Kinder. Film mal. Keine Kinder sind hier, deswegen lassen wir die Hunde jetzt auch kurz laufen und schauen, wie sie sich verstehen, weil sonst sind wir echt unnötig gekommen. Okay, schau mal, Canelo, der hat schon richtig Bock, der piepst, der winzelt, der heult, der will einfach zu Junior. Willst du zu Junior? Willst du spielen? Wer will zu spielen? Komm, spielen, auf geht's! Scheiße, er ist aufgeregt, er will spielen. Junior, du bleibst ruhig. Junior, sitz! Du bleibst ruhig, sitz! Ganz ruhig, Junior, ganz ruhig, ganz ruhig. Langsam, langsam, langsam. Ja. Nein, nein, nein. Gleich, ihr könnt gleich spielen, ihr könnt gleich spielen. Ja? Ihr könnt gleich spielen. Drei, ruhig. Zwei, nein, ruhig. Junior, ruhig, 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 ruhig. Du bleibst, Junior, du bleibst. Junior, du bleibst, du bleibst. Und los! Ja, fein! Ja, fein! Ja, fein! Ja, fein! Ja, fein! Feiner Junge! Feiner Junge! Junior ist schnell, aber Bonnie ist schneller! Junior! Lieb! Canelo ist ja echt schön. Fein. Also Freunde, man sieht, es ist ein bisschen Spannung da, aber jetzt keine Aggressivität. Also Junior ist noch vorsichtig, der ist sich noch ein bisschen unsicher. Canelo fällt runter. Was sagst du dazu? Also Junior ist, der ist immer so zwischen ängstlich und gleichzeitig versucht zu dominieren, ja, weißt ja, du? Ja, ja, aber ja. aus Angstposition. Ja, aus Unsicherheit. Aus Unsicherheit. Aber guck mal, wenn er warm wird mit jemandem, dann spielt er den ganzen Tag. Junior, komm her. Junior, komm mal hier. Es sind auch andere Hunde hier, das ist die Sache. Er denkt, die Leine so schützt ihn. Jedes Mal. Jedes Mal. Canelo, was machst du da? Hä? Feiner Hund, der Canelo, ja. Richtig krass. Bro, sollen wir nicht lieber zu einer Hundewiese gehen? Besser, ne? Hier ist in 1 Kilometer Entfernung ist eine Hundewiese. Okay. Ich würde sagen, wir fahren mit den Autos kurz rüber. Ja? Du fährst ihn zuerst, ich warte hier, dann holst du mich mit Canelo. So machen wir das. Bis gleich. So, Freunde, ihr habt's gehört. Maestro fährt schnell sein Schwager und Junior zur Hundewiese, lassen die ab, dann holen die mich ab und dann können wir auch besser filmen, dann können wir sie auch spielen lassen, weil hier ist es nicht so erlaubt und hier haben wir jetzt die ganze Zeit geschaut, ob jemand kommt, ob wir erwischt werden, was auch immer, ein bisschen Risiko. Auf jeden Fall fahren wir zur Hundewiese, bessere Aufnahmen, besseren Content für euch und Canelo, vermisst du Junior schon? Also man hat's gesehen, das war jetzt gerade ein bisschen so voll so für mich komisch, weil Canelo hat noch nie mit einer anderen französischen Bulldoggen gespielt, außer mit Bonnie. Und jetzt hat er gerade mit einer anderen gespielt, das hat mich so an Bonnie erinnert, die sind einfach alle gleich. Er hat sich gleich hingelegt und wollte, dass Junior auf ihn springt. Macht er mit Bonnie auch jedes Mal. Wo ist die Bonnie? Na, wo ist die Bonnie? Bonnie, wenn du das siehst, wir lieben dich. So, Freunde, Attila, aka Maestro, ist jetzt da. Canelo ist da. Das ist ein richtiges Hundeauto hier und ein Babyauto, überall Windeln. Freunde, Canelo dreht gerade ein bisschen durch. Der riecht überall Junior. Wo ist los, Canelo? Sitz. Ja, Junge, als würdest du das erste Mal Auto fahren. Tu mal nicht so blöd. Maestro, hast du ein bisschen Angst, Bruder? Ne, gar nicht. Null. Hast du keine Angst vor Canelo? Nein. Hör mal, Canelo, also du siehst ja einem Hund an seinem Wesen an, wie er tickt. Mhm. Ja? Und es gibt kleine, viel kleinere Hunde, die dich ja auch extrem verletzen können. Wo ich weiß, da muss ich mehr Sorge haben als so ein Riesenbaby, sag ich mal, aber mit einem unfassbar weichen Kern. Das sind Maestros Worte. Er ist die einzige Person im öffentlichen Leben, der wirklich keine Angst vor Canelo hat. Sonst hatten wirklich viele Angst. Außer was? Majo hatte nicht so Angst. Ja, Majo ist ja auch ein Stabiler. Ich bin wie der Winter, ich lass Türsteher zittern. Ja, Majo ist ein Stabiler. Oder Majo, Grüße gehen raus. Er kennt sich auch mit großen Hunden aus. Ja, er hat ja noch einen Dobermann, Zaro. Der hatte nicht so Angst, aber sonst hatten eigentlich alle Angst. Okay, Freunde, wir sind auch gleich da. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt da und hier können die auf jeden Fall spielen. Okay.
bisschen ruhiger, beachtet ihn jetzt nicht so stark und geht in diese Rivalität gar nicht mit rein. Ja. Dadurch fährt doch Junior runter, merkt, okay, hier braucht man gar nicht den Dicken zu markieren. Und guck mal, wie die jetzt. Und wie ein Fanboy läuft der Junior dem Canelo jetzt die ganze Zeit hinterher. Freunde, wir müssen kurz unterbrechen. Ein älterer Herr ist leider auf der Parkbank umgekippt und hat sich den Kopf aufgeschlagen, ist heftig am Bluten. Wir wollen jetzt auch irgendwie filmen oder sonst was, aber deswegen kurz Unterbrechung, falls ihr gedacht habt, was da gerade passiert. Nur so, damit ihr Bescheid wisst, Krankenwagen ist formiert, die kommen. Wir haben den erst versorgt und ja, bis gleich. So Freunde, da ist ein Special Guest eingetreten. Ein was? Special Guest. Was ist das? Achso, ein Spechelchen. Wie findest du das Kanal des Füße? Die sind halt nicht weiß lackiert, deswegen geht. War nicht böse gemeint. Ja. Alles gut. Alles gut. Aber wir sind aufpassen, Kollege. Nelson. Boah, alte Freunde, hier ist eine Katze. Mal gucken, wie Canelo reagiert. Canelo, langsam. Oh, gute Katze, ne? Feine Katze. Feine Katze, Canelo. Getrunken und er ist wieder am Start. Spannung an der Leine, ne? Aber kleiner so Stress macht, Bruder. Voila. So, Freunde, das war's eigentlich jetzt mit dem Video. Und zwar, ich habe noch ein paar Fragen an Maestro. Das wird sich jetzt, glaube ich, wundern, dass ich dran denke. Erzähl mal ganz kurz die Story mit Marvi. Marvi kurz, 1. Kurz und knapp. Marvi 1. Bruder. Also, Freunde, nochmal, dass ihr Bescheid. Er hatte mal eine französische Bulldogge, die ist leider gestorben. Das wissen jetzt paar oder paar auch nicht. Erzähl mal ganz kurz, wie war es für dich? Wie hast du dich gefühlt? Oder schlimm, weil ich war ja selber nicht mal da. Also, für die Leute, die es nicht wissen, wir hatten eine französische Bulldogge, Marvi. Und die war auch deutlich kleiner als Junior. Wir haben sie angenommen. Ich glaube, 12 Wochen war sie damals alt. Und dann war sie einen Monat bei uns, soweit ich weiß. Ich habe die im Keller mitgenommen jeden Tag. Die Leute haben es gefeiert, die haben geliebt, Kommentare, alles drum und dran. Meine Schwester hat einen Hund, meine Mutter hat auch einen Hund, die sind regelmäßig bei der. Und dann habe ich Marvi bei ihr gelassen, die hat an den Tag auf den aufgepasst. Ich habe gestreamt und im Stream kriege ich dann einen Anruf. Ich gehe dann dran und dann heißt es, der hat so einen Kauknochen bekommen. Aber extra für kleine Hunde. Kleine also, Hunde. Extra für, also Junior stand da drauf. So, ne? Und das ist einfach in seiner Speiseröhre quer stecken geblieben. Boah. Und dann hat er keine Luft bekommen. Dann hat er das versucht rauszuspucken und hat versucht, meine Schwester hat dann versucht, das rauszuziehen. Es ging einfach nicht raus. Dann ist er, hat er keine Luft bekommen, ist bewusstlos geworden. Wir haben den sofort in die Klinik gebracht. Beim Rausziehen ist die Speiseröhre mit aufgeschlitten. Scheiße. Das ganze Blut ist in seine Lungen gelaufen. Ja, ist kollabiert. Und dann haben die den intubiert da. Und ich krieg den Anruf, die fahren gerade dahin, ja. Ich sofort ins Auto hingebrettert mit was weiß ich wie viel km/h. Und dann ist er in dieser Nacht in dieser Klinik verstorben. Da war auch kein richtiger Tierarzt da waren nur so Helfer, Assistenten. Genau so. Dann ist er da in dieser Nacht verstorben. Da musste ich noch richtig Geld für latzen. Sonst hätten wir die Leiche nicht mal gesehen. So, und dann ein Jahr hatten wir halt gar keinen Hund, weil ich gesagt habe, nee. Und dann habe ich mir aber gedacht, diese Liebe, die man natürlich hat, auch für das Tier, warum vergeuden? Mhm. Also eine Nacht- und Nebelaktion. Habe ich meine Frau so geweckt, die war am Pennen. Ich so, guck mal, dieser Hund, soll wir den holen? Und die sagt so zu mir so, was redest du? Mach, was du willst, ich lass mich schlafen. Am Morgen, sie wird wach, ich sag so, ich habe Termin gemacht, wir gehen ihn gleich holen. Die so, nein, auf gar keinen Fall. Und weil sie noch an Marvi hängt. Ja. Dann habe ich ihr nochmal dieses Foto gezeigt, hat sich sofort verliebt. Wir sind hingefahren und haben Junior abgeholt. Und der ist jetzt bald seit 2 Jahren schon da. Krass. Jetzt seit, wie gesagt, 2,5 Monaten ist er bei meinem Schwager, der direkt um die Ecke wohnt, weil wegen dem Kind. Mhm. Aber so, wir kriegen das Patchwork-mäßig gut hin. Er hat noch einen Papa dazu gewonnen. Dankeschön auch. Guck mal, er steht da jetzt hinten. Er hört es nicht, aber er wird das Video sehen. Smalabi, vielen lieben Dank, dass du dich so toll um ihn kümmerst und jetzt auch Papa von Junior geworden bist. So. Das so, ist toll. Krass. Rest in peace, Marvi. Es geht weiter. Lasst Liebe gerne bei dem Bruder da. Bei ihm natürlich auch. Wunderschönen Content. Alles unten verlinkt von Maestro. Alle Plattformen folgen. Und Freunde, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, von uns sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wen soll ich als nächstes besuchen? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Das war's von uns. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bis dann. Obwohl du so viel zu tun hast momentan, hat er sich Zeit für mich genommen. Gerne, dass ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich geehrt, dass du gekommen bist. Maestro, danke. Vielen lieben Dank. Bis dann, Freunde. Bis dann.